Hallo, grüße euch wie immer ganz, ganz herzlich aus Paraguay. Ich bin der Pet und wir sind wie immer oder fast wie immer in Paraguay. Heute bei etwas bedecktem Himmel. So, das heutige Thema ist sehr interessant. Warum? Ihr habt mir wiederum sehr viele Fragen gestellt. Vielen, vielen Dank. Und oft gefragt, Pitt, warum bist du denn überhaupt nach Paraguay ausgewandert? Ich sage mal, gute Frage. Ich habe früher auch ein Video gemacht, da werde ich euch da links verlinken, falls ihr noch nicht gesehen habt, haben wir schon über fünf Gründe gesprochen, warum wir nach Paraguay ausgewandert sind. In diesem Video spreche ich drei Gründe, beziehungsweise auch drei weitere Gründe, warum wir nach Paraguay ausgewandert sind. Also bleibt dran. So, der erste Grund ist die Freiheit. Ich habe zwar in dem früheren Video schon mal davon gesprochen, aber unter Freiheit kann man wirklich viele Sachen verstehen. Also für mich, für uns ist es ja wichtig, dass wir zu nichts gezwungen werden. Das ist für mich auf jeden Fall die Freiheit. Es geht zum Beispiel um Steuer. Man zahlt kaum Steuer, das ist schon der Riesenvorteil. Ja, man wird auch in Sachen Versicherungen zu nichts gezwungen. Viele von euch können sich zum Beispiel kaum vorstellen, bitte, wie kann man denn ja überhaupt ohne Versicherung leben? Leute, glaubt mir, man kann es. Man kann es ganz gut. So, die andere Sache ist nochmal zum Beispiel Autoversicherung. Ja? Also wenn man zum Beispiel nicht unbedingt ein Auto von, ich sage jetzt mal, $50.000 fährt, muss man sich auch überlegen, sollte man es versichern lassen. Meistens, weiß ich nicht, wie das bei euch ist, ich fahre unfallfrei seit, ach, weiß ich nicht, Ewigkeit. Also 16 Jahre bin ich in Paraguay, kein Unfall gebaut. Und früher war ich 20 Jahre in Deutschland, auch kein Unfall gebaut. Also von daher, wenn ich das alles zusammenrechne, hat sich da eine nette Summe schon mal zusammengebracht. Geht an, ja. Okay. Wenn was passiert oder passieren sollte, ich denke, wenn man keine Versicherung hat zum Beispiel, fährt man auch dementsprechend vorsichtig. Ne? Man schiebt natürlich nicht, ach, links oder rechts, weiß ich nicht, wer der Vorfahrt hat. Aber wenn ihr nicht wüsst, dann fährt ihr dementsprechend auch vorsichtiger. Was heißt vorsichtiger? Vorsichtiger heißt auch unfallfrei. Und darum geht es. Es geht nicht um die Versicherung, es geht um euch. Es geht um euer Geld. Also, lasst ihr doch ein bisschen anfangen, ein bisschen vorsichtiger fahren, ein bisschen mir selber euer Leben in eure Hand nehmen und dann kommt ihr natürlich nach vorne. Okay? Der zweite Punkt. Wichtiger Punkt für die Auswanderung bzw. auch der Grund, damit wir ausgewandert sind, sind die wirklich netten Menschen. Also die Menschen, vor allem in Paraguay, hier wo wir sind, sind wirklich sehr hilfsbereit, sehr nett, sehr freundlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als wir nach Paraguay kamen, haben wir damit gar nicht mal gerechnet. Deshalb auch vielen, vielen Dank an dieser Stelle, auch an alle Paraguayer, die uns
dass auch anderen Auswanderer geholfen haben. Wirklich super klasse. Vielen Dank. Macht weiter so. Ich kann Paraguay wirklich nur empfehlen, eben aus dem Grunde. Also die Menschen, wie soll ich sagen, die sind noch nicht verdorben. Ja, also die rennen nicht so hinter dem Geld her und vor allem hier auf dem Dorf und in den kleinen Städten merkt man das auf jeden Fall. Ja, ist in Asunción als Hauptstadt vielleicht schon etwas anderes, aber hier auf dem Dorf wirklich, die Leute leben etwas bescheidener, aber dafür wirklich sehr, sehr freundlich und hilfsbereit. Also am Anfang auch ohne Sprachkenntnisse, mit Google-Hilfe und mit etwas Verstand und mit vor allem Lächeln kommt die auf jeden Fall in Paraguay weiter. Also der dritte Grund. Der dritte Grund, um auszuwandern, ist auf jeden Fall die Investition. Was heißt das? Also für uns persönlich war es ja auch wichtig, dass man nicht nur in Ruhe leben kann, aber auch in Ruhe investieren kann, beziehungsweise Geschäfte tätigen kann. Und hier sieht die Sache ganz anders aus. Das heißt, man wird meistens nicht gefragt. Pit, was machst du denn hier? Hast du irgendwelche Dokumente? Darfst du das Geschäft machen? Hast du da irgendwelche Unterlagen darüber? Hast du da einen Meister gemacht? Und. Also es werden dir im Prinzip in Deutschland, grundsätzlich in Europa, also die Schweizer, die können auch sicherlich ein Lied davon singen, die Österreicher sicherlich auch. Wie ist es denn ja? Ihr macht ein Geschäft auf, bevor ihr was aufgemacht habt. Was habt ihr da schon? Die Steuerkarte, richtig. Ja. Und bevor es aufgemacht wird, dauert es. Und es gibt Haufen Gebühren und Haufen Probleme. Hier ist es andersrum. Wollt ihr was abmachen, macht ihr was. Wollt ihr Business online machen, macht ihr das. Wollt ihr handwerklich tätig sein, gibt es keine Probleme, macht ihr das einfach. Sobald ihr also kein Riesengeld verdient, wird es keiner kümmern. Ihr lebt in Ruhe und seid sicher, dass auch die Arbeit, die Tätigkeit, die ihr macht, Spaß macht. Das ist das Wichtigste. Ja? Also ich kenne die müden Leute, es gibt nur Maloche. Also Leute, das Leben besteht auch aus anderen Sachen. Man kann ja nicht nur das ganze Leben lang arbeiten. Klar, man muss was tun, aber die Arbeit muss ja auch Spaß machen. Und das ist für mich das Wichtigste. Spaß muss sein, auch Spaß im Leben. Deshalb, man muss das Leben genießen. Ihr habt nur ein Leben, nur ein Leben. Und das hängt von euch ab. Wollt ihr das ganze restliche Leben in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich oder auch woanders verbringen? Nutzt die Freiheit, um es vielleicht doch auszuwandern. Fuß zu fassen in einem anderen, schönen, hilfsbereiten Land, wo es auch hilfsbereite Menschen gibt. Also, die Entscheidung liegt bei euch. Okay, und in dem Sinne möchte ich mich herzlich bedanken, auch für die Frage. Was noch wichtig ist, sage ich gleich. Was mich noch interessiert, sind vor allem eure Kommentare bzw. eure Meinung. Was hält ihr von einer Auswanderung? Wollt ihr auswandern? Wenn ja, warum? Wenn nein,
Warum? Bitte am besten unten eure Meinung. Frei eure Meinung darüber schreiben. Das ist sehr, sehr interessant. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Wichtig auch, bitte nicht vergessen, das Video teilen, auch an andere. Auch auf Facebook, Twitter, Instagram und anderen sozialen Netzwerken. Das ist ja wichtig, auch für andere. Und ich hoffe, ich habe euch damit geholfen, eure persönliche Entscheidung zu treffen und freue mich auf zahlreiche Kommentare. Vielen Dank für eure Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Und wie immer, hier links werde ich euch empfehlenswerte Videos von unserem Kanal vorstellen. Und bitte nicht vergessen, teilnehmen ganz unten. Liebe Grüße aus Paraguay bei heute bedecktem Himmel. Ciao.